Ich habe meine Schweißbänder angezogen. Ihr wisst vielleicht, was das bedeutet. Wenn du hier 3 geile, sexy Wiederholungen machst, dann bin ich happy. Komm. Sehr gut. Stark. So. I got this. Stark. Wird auf jeden Fall kalt halten. Freunde, Mittagspause ist vorbei. Ich habe meine Schweißbänder angezogen. Ihr wisst vielleicht, was das bedeutet. Wir machen jetzt einen Workout. Habt ihr Bock? Überhaupt nicht. Das wird klasse, Freunde. Das glänzt noch. Es riecht noch nach Plastik. Das hat noch die Anleitung mit. Eieieiei. Meine Güte, du. So geht es auf. Okay. So geht es zu. Okay. Geil, ja. Ja, die Anleitung lassen wir dran. Bei TRX ganz wichtig, du kannst es halt dir so anstrengend machen, wie du möchtest. Du kannst es zum Beispiel anstrengender machen, wenn du dich noch mehr vertikal mal nicht zum Boden bewegst. Jetzt arbeitest du halt noch mehr gegen die Schwerkraft, ist halt dann jetzt ein bisschen anstrengender, ne? Sehen wir auch so, ja, guck mal weiter, man sieht hier sogar ein bisschen Muskulatur arbeiten. Also es ist was da. Let's go. Probier nochmal aus, einmal noch hoch. Schaffst du. So, jetzt warte mal, stopp mal. Bauch anspannen, richtig anspannen. Ja, und jetzt hochziehen, Arme eng am Körper, Ellenbogen so eng am Körper. Wenn du es dir noch schwerer machen möchtest, 1 und explosiv hoch. Aber ihr könnt sozusagen mit Exzentrik arbeiten, dass ihr euch langsam runter... Exzentrik, da arbeite ich auch ganz viel mit. Eins schaffen wir noch, 5, 4, 3, 2, 1 und richtig schön hochziehen. Ja, perfekt. Yeah! Läuft doch! Versuch noch ein bisschen mehr hochzukommen im Oberkörper. Der Sand fällt mir. Ja, du musst ins Gesicht. Die Schuhe ausziehen gleich. Der Sand fällt mir von diesem Ball. Ja, da hier hinten. Und jetzt runter. Du kannst gleich mit dem Fuß noch ein bisschen weiter nach vorne. Ich krieg's gleich. Gib dir mal die Hand. Ja. Hast du? Such dir einen Punkt. Das war 1,5. Okay. Ja, die Stimmung ist toll, ich mach's super. Aber die sind ein bisschen übermotiviert, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Will alles auf einmal. Du weißt einfach noch nicht, was in dir steckt, aber ich zeige es dir jetzt. Hip, hip! Hurra! Yeah. Und los geht's! Keiner hat Bock. Alles klar, wir fangen an mit Jumping Jacks. Ganz entspannt erstmal. Ja, das mach ich so mit. Brust raus! Bauchnabel nach innen. Jetzt! Gib Gas! Ja. Ist der letzte! Das tut wirklich also ich. Ja, aber du machst es super. So was habe ich noch nie gemacht. You are here. That is the first step. Sagt man, glaube ich, so als Motivational Coach. Das waren viele First Steps. Beine, bei der Übung machen wir erst das eine Bein und in der nächsten Runde. Weiter geht's, komm, schaffst du. Wir haben noch nicht so lange. Sehr gut. Nicht normal. Es ist nicht immer ganz so viel da, die machen Sport. Wenn du hier 3 geile, sexy Wiederholungen machst, dann bin ich happy. Ja, okay. Starte in 5 Sekunden. Versuch mal das Bein hinten aufzustellen, ja. Mach mal beide auf den Boden. Ausfallschritt, beide Beine auf den Boden. Ripke, Bauch anspannen. Boah. Kim Jong Imke. Ja. Schaff. Riesenpfanne. Das meine ich, wenn ich sage Bauch anspannen. Du musst halt den Bauchnabel quasi nach innen ziehen. Das hat der Paul nicht gemacht? Doch, so oft. Auf einer Wiederholung hat er das auch gemacht, glaube ich. Imke sagt immer, bei der Hälfte der Zeit lobt sie einen immer was ganz Gutes, weil dann denkt man, man macht das richtig. Jetzt in 3 Sekunden sagt sie, gut gemacht, Paul, gut. Paul, geh mal langsamer runter. Sieht mir zu einfach aus. Das ist schon auch ein Gymball. Er kann schon ruhig mit Schmackes geworfen werden.
jetzt. Richtig donnern. Ja, Herz ist gut. Super. Vorvorletzter. Ja, ich hab die im Blick hier. Die denken, ich guck nicht. Ich hab Augen am Arsch, Freunde. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Das ist einfach nur asozial. Das ist wirklich eine Menschquälerei, was hier passiert. Oh, wieder, ey. Letzte! Chris, alles okay? Ja, ja. Kotz vielleicht gleich, aber es geht. Stellen und wir fangen an mit den Karotten. Vielleicht erkläre ich einmal, was hier passiert, oder? Ja, bitte. Das hier ist Holzfeuer. Und dieses Holzfeuer hat außen eine Doppelstahlwandplatte. Und damit wird die so ein bisschen heiß. Dann kocht man und vor allem steht man im Kreis drumherum und snackt dann später, wenn es fertig ist. Dauert ewig. Schmeckt dafür geiler, weil es auch so ein bisschen angeraucht wird immer vom Holzfeuer. Du hast es eingefettet. Genau, mit Öl. Und jetzt kommen die Karotten, weil die brauchen am längsten von dem Zeug. Eingefettet hat er das übrigens auch so richtig so zeremoniemäßig, so stand hier. Klar. Die ganze Zeit. Wichtig ist, dass wir die schön auflegen. Also die müssen dicke Seite nach da und so ein bisschen, das muss cool aussehen. Ja? Mhm. Also immer abwechselnd. Können wir jetzt alle mal anfangen. Materia. Ja, ich hab was du brauchst. Und das ist eins der schönsten Bilder. Als nächstes, liebe Imke, kriegst immer das erste Wort, kannst du die Ölkanne. In dem Öl ist eine Mischung aus Schafenöl, Trüffelöl, Olivenöl. Boah, sick, Trüffel, und das kannst du so ein bisschen außen über die Karotten spitzen rüber gießen. Ja, kommt ganz über alle drüber. Ja. Und dann fließt es so ein bisschen nach innen rein. Stark. Das einzige sinnvolle Takeaway, was ihr aus diesem Video mitnehmen werdet. Trüffel, Baby. Also ich weiß. Vielen Dank. Oh, morgen wird super. Oh. Morgen werde ich an mich denken. Nee, ich hab mir gerade beim Hinsetzen schon wehgetan. Auf Klo gehen wird super morgen. Ja. Oh, vielen Dank, Imke. Super. Gerne. Ein Ball! Richtig.
Hallo! Ich weiß jetzt übrigens, wie man eine Ribkey Sauce macht. Wir haben ein cooles Workout gemacht. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Wir haben gegrillt. Es war ein geiler Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Like und subscribe ihren Kanal. Tschüss! Also, du hast ja, merkt man ja auch jetzt beim Workout, du hast ja eine Grundfitness. Das heißt, du hast immer schon Sport gemacht. Doch, doch, du hast eine Grundfitness. Als Kind hast du Sport gemacht, oder? Ja. Guck mal, da sind wir ja schon mal einen Schritt auf jeden Fall raus. Bist du 18 warst? Zehnkampf-Mannschaftsmeister bin ich. Okay, krass. Oh, allerdings nicht so gut in Hürden und Stabhochsprung. Speer jetzt auch nächstes. Nicht so gut. Ich wittere den nächsten Wettkampf bei uns hier. Aber du fährst ja immer noch viel Rad? Ja, Fahrrad, ja, aber also ich, bei mir ist schon eher der Alkohol und das Essen halt, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber es ist schon, und das ist schon, also ich brauche natürlich schon, also kannst du nicht hierher ziehen, weil tatsächlich ist so dieses... Ich würde zu gern. Das ist schon enorm motivierend, muss ich jetzt mal bei allem ironischen Scheiß sagen. Du sagst, du lobst einen ja genau an dem Moment, wo man keinen Bock mehr hat eigentlich. So, weil ich würde sagen, wie lang sind die Einheiten? 45 Sekunden? Genau. Bei 22 Sekunden siehst du ja, dass ich es irgendwie nicht ein bisschen lapidar mache. Dann sagst du, sehr gut, Paul. Und dann denkt man so, okay, jetzt will ich Imke noch mal beeindrucken und jetzt will man da irgendwie... Deswegen, das ist schon krass, da jemanden zu haben, der quasi aus so, noch 10 Sekunden, komm, mach noch mal 5 Sekunden. Ich habe safe 30-40% mehr gegeben, jetzt als wenn ich das allein gemacht hätte, weil ich halt... Aber ja. Der Vorteil bei dir ist ja, du machst es ja nicht, also dieses ganze Abnehmen-Programm, was du jetzt machst und dir vorgenommen hast, machst du ja nicht, um irgendjemanden zu beeindrucken, sondern das machst du ja für dich. Das ist ja schon mal ein großer Schritt, dass du das für deine intrinsische Motivation machst. Aber du hast wahrscheinlich auch trotzdem so Tage, wo du denkst, boah, scheiße, heute trinke ich ein Bier oder so. Erstens Bier, zweitens Fleisch und drittens sowas, was wir jetzt gemacht haben, fällt mir echt, würde ich glaube ich, das kriege ich nicht hin, alleine zu machen. Okay. Also allein hinzugehen und so ein 7-Minute-Workout oder ein Pamela Reif-Workout oder was auch immer einfach durchzuziehen, ist für mich echt schwierig. Also so den inneren Schweinehund dahin. Jetzt kommt der nächste Kalenderspruch. Ich finde das ja, ich mache manchmal Yoga. Also ich mache manchmal Yoga, aber so, keine Ahnung, 12 Tage am Stück. Und dann sagt die ja jeden Morgen, oder die ich da mache, Audrienne, die super ist, die sagt halt jeden Morgen, dass die größte Entscheidung ist ja, überhaupt aufzutauchen und anzufangen. Und das ist wirklich das, was mir am schwersten fällt. Und das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn du hier dabei bist und sagst Augen zu und durch. Ja. Oder wenn wir das filmen für YouTube da. Richtig. Jetzt hier subscriben übrigens und ein Like da lassen. Und das Workout nachmachen. Also was du jetzt natürlich eh dir eingebrockt hast, ist, dass ich kann zwar nicht die ganze Zeit vor Ort sein, aber ich werde dir auf jeden Fall ab heute jede Woche schreiben, dir ein kleines Workout geben und dann werde ich mal sehen, ob du es am Strand schaffst. Ja, aber ich war echt kurz vorm Kotzen. Ne? Also, das wollen wir nicht ganz vergessen. Ich habe 2-3 Mal gedacht, jetzt ist es soweit. Ja, aber das ist halt echt dieses fiese, das Blut schießt von oben nach unten, weil wir machen erst Beine, dann haben wir wieder eine Sprungübung. Also, dein Blut ist die ganze Zeit am Zirkulieren. Aber das macht dich halt auch fitter. Und das verbrennt Kalorien. Also, das ist genau das, wo wir hinwollen. Jetzt müssen wir noch ein paar Muskeln aufbauen. Also, irgendwann auch noch mal ins Gym oder so. Ja? Ja, das wäre schon nicht schlecht. Weil du erhöhst einfach deinen Grundverbrauch, ne? Also, ich meine, im Alter ist es natürlich schwieriger, Muskulatur aufzubauen. Aber das heißt nicht im Alter? Mit so 20 wird es halt irgendwann schwierig. Wir gehen jetzt ins Meer, oder? Wir gehen jetzt ins Meer!